Am 30. Oktober 1856 fuhr der erste Zug auf der Hochrheinstrecke von Säckingen nach Waldshut. Die Strecke ist heute noch eine wichtige Querverbindung vom Bodensee nach Basel. Moderne Neigezüge und Triebwagen haben die Dampfzüge verdrängt. Sie bestechen durch ihre Technik und lassen die Romantik vermissen. Am Hochrhein verkehren fast nur noch Personenzüge. Der Güterverkehr spielt so gut wie gar keine Rolle mehr. Wer sie sucht, findet auch in der Region Hochrhein noch die Eisenbahnromantik. Von Blumberg bis Weizen verkehrt die Sauschwänzlebahn mit Dampflokomotiven als Museumsbahn auf einer kurvenreichen Strecke mit vielen interessanten Viadukten. Am Endpunkt der Bahn in Weizen steigen die zahlreichen Fahrgäste aus und ein und die Lokomotive wechselt an das andere Ende des Zuges. Die gepflegte Maschine wird immer von zahlreichen Fotofreunden begleitet. Die Wutachtalbahn, wie die Sauschwänzlebahn offiziell heißt, ist in den Sommermonaten die Attraktion im Fremdenverkehr des Südschwarzwaldes. Thank you.
Bei Epfenhofen wird die Bahnstrecke über einen hohen Viadukt auf die andere Talseite geführt. Hier ist die schönste Aussicht auf den Zug der Sauschwänzlebahn. Anlässlich eines kommunalen Ereignisses fuhr eine Lokomotive mit zwei Wagen der österreichischen Bahn von Koblenz in der Schweiz im Pendelverkehr über den Rhein nach Waldshut. Wie immer bewundern zahlreiche Zuschauer das technische Wunderwerk. Die Bahnlinie Waldshut-Koblenz wird heute von der Schweizer Bundesbahn betrieben, die diese Strecke bis Waldshut elektrifiziert hat. Ein weiterer historischer Dampfzug fährt im Sommer jeden Sonntag von Kander nach Haltingen. Die interessante kleine Lokomotive, die liebevoll Kanderli genannt wird, versieht seit 1904 ihren Dienst. Thank you.
Die Kandertalbahn bringt die Fahrgäste nach Haltingen, einem Bahnhof der Deutschen Bahn, an der Strecke von Freiburg nach Basel. Hier steigt der Fahrgast von der Nostalgie auf die moderne Technik um. Die Strecke Freiburg-Basel ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung der Deutschen Bahn. Zahlreiche Geschäftsleute und Touristen werden in modernen Zügen befördert und somit in das Feriengebiet an den Hochrhein gebracht. Mit diesen Aufnahmen der modernen Bahntechnik endet mein Film von der Eisenbahnromantik in der Region am Hochrhein.